Na zusammen, ich hier ist wie Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for SJ unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Horde-Only Achievement. Und zwar um den Erfolg Auf die Plätze Fertig Loa. Und für diesen müssen wir die Stärkungsbuffs von allen sechs Loern, die hier aufgezählt sind, uns einmal besorgen. Und so ein Stärkungsbuff sieht etwa so aus. Ich habe hier Gunst von Gong. Und da kriegen wir halt, wenn zwei Gegner innerhalb von 10 Meter sind. So ein kleines Kriegsrudel herbei und ja. Das ist ganz nett. Ich, ich habe diese Buffs eigentlich komplett vergessen. Die könnte man sich, wenn man Worldquests macht, eigentlich ab und an auch mal holen. So, wo kriegen wir diese Buffs her? Theoretisch gibt es in Dazar Alor, ihr seht hier schon diese 6 Marks, die ich hier habe, über das Addon Tom. Tom ähm, Diese ja, Schreine, da müssen wir das Zeug einfach nur anklicken und wir haben die. Ganz so einfach ist es aber leider für euch nicht, denn ihr müsst diese Schreine freispielen. Und zwar in den verschiedenen Gebieten gibt es ja diese verschiedenen Loas. Und diese ähm, müssen, ja, freigespielt werden, indem ihr die Stories um die Loa spielt. Heißt, wenn ihr das Achievement dazu habt, äh, Zandala für immer, habt ihr die kompletten Storyline-Quests durchgespielt und dementsprechend alle Loa freigespielt. Ich kann jetzt auch mal hier gucken, Zandala... Für immer müsste das heißen, das ist genau das hier. Und dafür müssen wir quasi jedes Gebiet plus dieses Endding einmal durchspielen. Und ja, dann haben wir das Meta-Achievement. Wenn ihr das habt, dann habt ihr dementsprechend auch die ganzen ähm, Altäre hier. Ihr könnt das Achievement auch machen, wenn ihr das nicht ganz habt. Ihr müsst dann zumindest in den Gebieten die Lower-Quests spielen, aber das sind teilweise 50, 60 Quests lang. Und die kann ich jetzt in dem Video nicht zeigen, deswegen zeige ich euch jetzt die. Ähm, Altare, beziehungsweise ich gebe euch den Hinweis, mit dem hier habt ihr es auf jeden Fall soweit. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier einmal den Altar von Gong, hier den Altar von Paku, dann haben wir Bonsandi, Krakwa. Dann Kimbul und dann Akunda. Das sind die sechs Loa, die wir brauchen. Solche Altäre gibt es auch in den anderen Gebieten. Ja. Nur man hat den Vorteil, in der Saar-Loa sind alle auf einem Fleck und deswegen werden wir die jetzt einmal uns angucken. So, wir befinden uns jetzt, klicken wir hier rein, bei den Koordinaten 49, 63. Hier bei der großen Treppe und hier einmal rechts haben wir den Gong. Also, hier den Altar von Gong, ja, den klicken wir einfach an und dann können wir quasi uns den Buff holen, ja. Gut, ich hatte ihn jetzt schon drauf, anscheinend wird er nicht refreshed, wenn man uns erneut holt. Und hier haben wir quasi das zweite Ding und das ist der Altar von Paku, ja. Der switcht dann, 20 Minuten ist das drauf und wir haben den Paku-Effekt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche gibt, die total toll sind. Äh, das Töten eines Ziels löst Wind von Paku aus, okay, ja. Gibt uns ein bisschen Tempo, Movement Speed. Ist eine schöne Sache. So, wir laufen jetzt weiter und holen uns jetzt die anderen Dinger. Ich werde jetzt nur eine Seite zeigen, weil auf der anderen Seite sind sie quasi parallel mit dabei. Und ich denke mal, so viel Transferdenken traue ich jetzt jedem mal zu, dass ich, dass ich die nicht auch noch dann zeigen brauche. So, wir laufen jetzt als nächstes zum Bonsandi. Ähm. Dings hin, Altar. Und werden den mal einklicken. Den haben wir nämlich äh, hier. Und da ist, ist auch quasi einfach wieder so eine Platte. Da drücken wir drauf. Und tada, ich habe meine Chief mit. Den hatte ich nämlich als letztes noch nicht. Vier von sechs hatte ich alleine da schon. Dass ich anscheinend den Buff über die Questreihe schon bekommen habe. Ne? Anscheinend von Sandy gibt dir die Qu bei der Ding nicht. Und hier ist quasi dann das vierte. Das drücken wir auch an. Und dann haben wir halt den krakwa buff ne? Und selbiges ist jetzt hier auf der anderen Seite. Äh, wird jetzt ein bisschen lang dauern, da nochmal außen rum zu laufen, aber ihr seht, das ist wirklich parallel auf der anderen Seite. Die einfach anklicken und ihr habt euer Achievement. Wie gesagt, wenn ihr die nicht anklicken könnt dann vorher wirklich müsst ihr halt die Gebiete durchquesten, aber wenn ihr ein Achievement-Sammler seid, dann nehme ich mal schwer an, dass ihr für die Achievements sowieso schon die Gebiete durchgequestet habt. Ja, gut, das war's jetzt mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.